Werfen wir einen Blick auf das Design, der gesamte Körper besteht aus Kunststoff. Es gibt einen IR-Sensor in der rechten Ecke und die Projektionslinse befindet sich vorne. Was die Anschlüsse betrifft, auf der rechten Seite gibt es zwei HDMI-Eingänge, zwei USB 2.0-Anschlüsse, einen AUX-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss und einen XOS-Luftauslass. Auf der linken Seite befindet sich ein Fokusrad, eine leicht zugängliche Strombuchse und eine sekundäre Lufteinlassöffnung. Auf der Rückseite gibt es einen rückwärts gerichteten IR-Sensor hier am Rand, eine Öffnung für den internen Lautsprecher, eine Lüftungsöffnung für den Lautsprecher und eine dritte Öffnung für die Kühlung und den Lüfter. Wenn Sie die Kunststoffabdeckung entfernen, erhalten Sie Zugang. Oben befindet sich eine mehrfarbige LED-Lichtshow, die über die Benutzeroberfläche eingestellt werden kann. Es hat auch einen Ein- und Ausschalter in der Mitte und unten. Der Projektor verfügt über vier rutschfeste Pads und eine Schraubhalterung für den mitgelieferten Standfuß, der auch zur Befestigung an einem Stativ verwendet werden kann. Darüber hinaus hat er Schraublöcher zur Befestigung an einer Deckenhalterung. Die mitgelieferte Bluetooth-Infrarot-Kombinationsfernbedienung funktioniert standardmäßig nur über Infrarot. Um sie über Bluetooth mit dem Projektor zu verbinden, drücken Sie einfach die linken und rechten Tasten auf dem Steuerkreuz gleichzeitig und halten Sie sie gedrückt, bis die LED schnell zu blinken beginnt. Während des Blinkens verwenden Sie weiterhin die Infrarotfunktion mit dem Steuerkreuz, um zu den Bluetooth-Einstellungen zu navigieren, wo Sie sie koppeln können. Beim ersten Start des Projektors, im Gegensatz zu herkömmlichen Projektoren, erscheint zuerst ein Startbildschirm, gefolgt von einer Android-Boot-Animation und dann einem Android-TV-Box-Launcher. Die Firmware ist in Subsysteme unterteilt, wobei das Android-Betriebssystem unabhängig läuft und die Projektoren und Medieneingänge auf einem anderen Subsystem mit unterschiedlichen Funktionen laufen, getrennt vom Android-Betriebssystem. Wie ich Ihnen gleich zeigen werde, werfen wir nun einen Blick auf das Android-Betriebssystem. Aber vorerst werfen wir einen Blick auf sein Android-Betriebssystem und wie Sie es als Standard-TV-Box verwenden können. Auf seiner Benutzeroberfläche haben Sie die Möglichkeit, Ihre mobilen Geräte über AirPlay oder die Cool Air Mirror App zu spiegeln. Sie haben eine Verknüpfung, um die Quelleingabe zu ändern, einen Android-Dateibrowser, den Einstellungsbereich, eine Verknüpfung zum Zugriff auf die digitale Keystone-Korrektur, Keystone-Korrektur an den Ecken und Zoom. Darunter haben Sie Verknüpfungen für Netflix, YouTube, den Google Play Store und Ihren Bereich mit Apps. Die mitgelieferte Sprachfernbedienung funktioniert über Bluetooth und ermöglicht die Ausführung von Sprachsuchbefehlen. Sie verfügt jedoch nicht über eine AMOS-Funktion. Ein Bitcoin entspricht ungefähr 19.908,20 $. Du kannst jedoch eine beliebige Bluetooth-Air-Maus über Bluetooth verbinden oder einen der USB-Anschlüsse verwenden, und sie funktioniert mit den meisten Cursor-Bewegungen. In diesem Betriebssystem haben Sie sich für die hybride Software entschieden, die in den meisten aktuellen TV-Boxen zu finden ist. Das Kernbetriebssystem ist Android TV OS mit dem Android TV Play Store und es hat eine Benutzeroberfläche aus der mobilen Version. Das Betriebssystem ist Android 9 Pie und Sie können auf die Entwickleroptionen zugreifen, indem Sie auf den Bereich Über in den mobilen Informationen klicken. Es werden drahtlose Updates bereitgestellt und als ich nach Updates überprüfte, gab es eins, das ein Problem behob, bei dem es Schwierigkeiten hatte, über Bluetooth eine Verbindung zu meinem Audioempfänger herzustellen. Für offizielle Filmstreaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus und Amazon Prime Video können Sie diese Apps manuell installieren und einige sind nach dem Firmware-Update vorinstalliert. Aufgrund des fehlenden DRM-Supports sind diese Apps jedoch auf eine grundlegende Auflösung von 480p beschränkt unter dieser Android-Firmware. Dies gilt nicht in gleicher Weise, wenn es auf den HDMI-Anschluss angewendet wird, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Die YouTube-App, die die Android-TV-Version ist, spielt bis zu 4K 1440p Auflösung mit HDR ab.
Natale on points, the mosaic of the Camp Nou, and the Barcelona hymn being sung as referee Mateo Laoff prizing presence on the bench as well. Atletico playing in yellow, Barca in their traditional red and blue. Barca. Für die Wiedergabe von Videos mit Surround-Sound-Audio-Formaten wie Dolby Atmos, DTS, X, DTS HD Master Audio, Dolby Surround und Dolby True HD haben alle von mir getesteten Projektoren entweder einige oder keine dieser Videos abgespielt und den Ton gut wiedergegeben. Mit Android auf dem X1 verfügt er über alle Decoder für die Wiedergabe von Videos mit diesen Formaten. Ich werde nun eine kurze Durchlaufprobe dieser Videos machen, um zu zeigen, dass er Audio von Videos mit solchen Formaten abspielen kann. This is Dolby Atmos, the world's first object-based cinematic audio. With powerful moving audio. Für die Bildschirmspiegelung von Mobilgeräten verfügt dieses Gerät über die offizielle Version von Miracast und eine weitere App namens Cool Air Mirror für iOS-Geräte. Als ich versuchte, mein Android-Handy mit der Miracast-App zu spiegeln, konnte keine Verbindung hergestellt werden. Also habe ich stattdessen die App AirScreen aus dem Play Store installiert. Mit dieser App konnte ich mein Mobiltelefon erfolgreich spiegeln, allerdings war die Auflösung nicht HD. Jetzt zurück zu dem früheren Teil meines Videos, in dem ich darauf hingewiesen habe, dass Sie keine Premium- oder Filmservices wie Netflix HD aufgrund fehlender digitaler Rechte unter dem Android-Betriebssystem sehen können. Sie erinnern sich vielleicht auch daran, dass ich über Subsysteme innerhalb des Projektors gesprochen habe, die nichts mit Android zu tun haben. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, Premium-Filmservices in HD anzusehen, und zwar indem Sie ein offizielles Streaming-Gerät an einen der HDMI-Anschlüsse anschließen. Wenn Sie die Signalquelle auf HDMI ändern, startet ein Subsystem innerhalb des Projektors, das über seinen eigenen Einstellungsbereich und seine eigenen digitalen Rechte verfügt, um Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video und andere Premium-Apps in HD abzuspielen. Sie erhalten jedoch keine 4K-Auflösung. Im Einstellungsbereich haben Sie auch einige erweiterte Optionen für digitale Audio- und Videoeinstellungen. Hier habe ich den Amazon Fire TV Cube angeschlossen, und um sicherzustellen, dass Sie Audio erhalten, müssen Sie in den Einstellungsbereich gehen. Unter der Einstellungsoption scrollen Sie nach unten zur HDMI 2.0 Option und stellen sie auf Auto ein. Sobald Sie dies tun, können Sie Ihre Premium-Apps in HD mit Audio abspielen. Und abschließend, was den Lüftergeräuschpegel betrifft, erzeugt er aus einer Entfernung von weniger als einem Meter nur 42 Dezibel Lärm, was einen der niedrigsten Lärmpegel des Lüfters darstellt, den ich je gemessen habe. Zusammenfassend ist dieser Projektor das Gesamtpaket.
Er hat ein stilvolles Design, eine helle Anzeige und den zusätzlichen Vorteil, dass er über ein integriertes Android-System verfügt, das ihn auch als TV-Box nutzbar macht. Zweitens können Sie mit Ihrem Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick und anderen offiziellen Streaming-Geräten HD-Videos mit Ton genießen. Also, liebe Zuschauer, das war meine Bewertung des Xbody X1, meines ersten Android-TV-Box-Projektors. Ich mag dieses Modell wirklich und kann es als eine großartige All-in-One-Projektorlösung sehr empfehlen.